Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Ich bin Hybra von MoltenPixel TV und heute möchte ich euch zeigen, wie die Bizon Power Place entsteht. Fangen wir auch direkt an. Ich habe hier meine 3D-Oberfläche meiner Bizon schon mal geöffnet und zusätzlich dazu meine Default-Texture. Und das erste, was ich generell bei jedem Skin mache, ich erstelle eine Kopie davon und werde dann als erstes diese Ebene einmal schwarz-weiß färben. Dazu nehme ich hier diese Korrektur schwarz-weiß, verbinde diese beiden Ebenen und schon habe ich hier ein neutrales Grau und das lässt sich generell bei allen Skins deutlich einfacher einfärben als mit der Originalfarbe des Skins. Und jetzt kommen wir auch direkt schon zum Einfärben. Die erste Farbe, die ich immer verwende, ist die sogenannte Grundfarbe und bei meiner Power Place ist das hier dieses Blau. Das ist jetzt erstmal ein sehr, sehr helles Blau mit diesem Wolkeneffekt. Diesen Wolkeneffekt, den könnt ihr einfach auch bei euch generieren. Einfach dazu auf Filter, Renderfilter und dann Wolken klicken. Dann wird eben dieser Wolkeneffekt generiert. Diese Datei habe ich auch schon direkt in 2048 x 2048 angelegt. Das sind die Maße von unserer Default Texture. Ich kopiere mir das Ganze einfach und füge mir das so wie es ist über Einfügen Spezial in meinen Skin bzw. in meine Skin-Datei. Und um jetzt alles eben so einzufärben, wie ich das haben möchte, ändere ich einfach die Füllmethode von Normal auf Farbe. Und schon seht ihr, ohne lästiges Freistellen werden alle Elemente, die sich innerhalb dieses Skins befinden, richtig eingefärbt und das hat jetzt hier diesen sehr schönen Blauton. Und jetzt können wir mal zurück auf die 3D-Oberfläche wechseln und sehen hier, wie das Ganze schon recht schön eingefärbt ist. Wir können hier auch wieder die unbelichtete Textur zuschalten, so können wir hier rund um unseren Skin herumfahren. Und als nächstes werde ich die Stellen markieren, die ich jetzt freistellen möchte, um sie später in dem Orange einzufärben. Damit ich jetzt alle Stellen finde, die ich orange einfärben möchte, nutze ich immer gern einen ganz kleinen Trick. Ich erstelle mir als erstes hier eine neue Ebene und wähle mir hier eine sehr dunkle Farbe bzw. eine Kontrastfarbe zu diesem Blau aus. In dem Fall nehme ich jetzt mal hier Rot, bestätige das Ganze mit OK, wechsle zurück auf meine 3D-Oberfläche und werde das Rendering hier auf unbelichtete Textur stellen. Und jetzt mit Hilfe des Pinselwerkzeugs male ich einfach ganz simpel über alle Stellen drüber, die ich später einfärben möchte. Je genauer ihr da arbeitet, umso sicherer könnt ihr auch sein, dass ihr nichts einfärbt, was ihr eigentlich nicht haben wollt. So, wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Der Abzug ist bei all meinen Power Place Skins in meinem Orange eingefärbt. Diese sehr große Schraube färben wir ein. Hier oben die kleine Schraube. Vorne färben wir den kompletten Lauf. Plus dieses Vorderstück hier meiner Waffe. Die Zielvorrichtung. Und hier vorne diese ziemlich große, ja, ich würde fast schon sagen Munitionsdose. Die färben wir rundrum. Und ihr seht, je nachdem, wo euer Pinsel dann letztendlich lang malt, das wird dann auch wirklich später eingefärbt. So, schauen wir uns den Skin noch von einer anderen Richtung an. Hier möchte ich jetzt noch hier diesen Nachladehebel einfärben. Dann möchte ich hier diesen Teil einfärben. Hier diese etwas größere Schraube. So, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Soweit haben wir jetzt hier alles eingefärbt, was wir jetzt in Orange auch haben möchten. Jetzt wechsle ich einfach auf meine Textur zurück und jetzt sehen wir hier eine ganze Menge von verschiedenen Rotpunkten, Rotstrichen, wie auch immer. Und alles, was ich jetzt mache, ich nehme mir mein Radiergummi und werde einfach über alle Stellen drüber radieren, auf denen auch wirklich was Rotes zu sehen ist. Da können wir einfach hier jetzt anfangen, drauf loszuradieren, wie wir das eben alles so haben möchten. An manchen Stellen müsst ihr halt ein bisschen vorsichtiger sein. Je größer bzw. je detailreicher euer Skin ist, umso schwieriger kann es manchmal werden, alles ordentlich freizustellen. Da müsst ihr einfach sehen, dass ihr da ein bisschen Vorsicht walten lasst und ein bisschen sanfter zur Sache geht, weil letztendlich soll da ja auch ein ordentlicher Skin bei rauskommen. Ich radiere jetzt aber hier einfach erstmal über die Stellen drüber, die ich jetzt gleich orange haben möchte. Hier haben wir zum Beispiel ein sehr großes Element. Hier kann man mit einem recht großen Pinsel drüber radieren. Das dürfte dieses Hinterstück sein, beziehungsweise das Verbindungsstück vom mittleren Teil der Waffe zum Schulterstück. Dann haben wir natürlich eine ganze Menge Schrauben. Diese Parts hier kann ich mit dem Auswahlwerkzeug markieren und kann es dann so ganz einfach löschen. Hier zum Beispiel haben wir eine Stelle, ich habe ja eben diesen Abzugshebel einfach eingefärbt und dabei ist mir hier ein kleiner Punkt entglitten, also werde ich das jetzt nicht wegradieren. Jetzt radieren wir hier die restlichen Schrauben noch. Ist halt wirklich teilweise relativ viel Fummelarbeit, die ihr hier machen müsst, aber letztendlich müsst ihr bedenken, das macht ihr auch nur einmal und wenn ihr das dann einmal gemacht habt, sieht das Ergebnis dann schon ganz gut aus. Wir sind als hier auch fast schon soweit. Gucken mal, wie viel wir jetzt noch wegradieren müssen. Ein bisschen was ist es noch. Aber das ist hier eben auch die einfachste Möglichkeit, um herauszufinden, welches Teil sich denn wo befindet. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt den Abzug, die Seitenteile des Abzugs und dann auch die Vorder- und Hinterseite des Abzugs. Dann haben wir hier noch ein paar Stellen, immer fleißig drüber radieren. Ganz interessant ist auch noch zu wissen, dass viele Stellen, die ihr einfärbt oder wegradieren wollt, wenn daneben auch noch einige Parts sind, die so ähnlich aussehen, dann könnt ihr meistens davon ausgehen, dass sie zusammenhängen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, hier ist das eine Teil vom Mündungsfeuer und hier ist das andere Teil vom Mündungsfeuer, wobei ich jetzt einfach mal raten würde und würde sagen, das ist das äußere Teil, das ist das innere Teil. Es ist also für alle Perspektiven und Ecken was vorhanden. Und dementsprechend könnt ihr euch so ganz leicht durch euren Skin hangeln. Das ist nicht immer so, dass, wie gesagt, die Parts sich da befinden, wo ihr sie erwartet, aber im Regelfall sollte das eigentlich schon so sein. So, jetzt haben wir hier noch zum Schluss ein etwas größeres Teil, über das ich drüber male, und dann können wir uns unseren Skin auch direkt nochmal anschauen. So, hier ein bisschen vorsichtiger, da habe ich einmal einen Fehler gemacht und bin in das linke Stück gekommen. Einfach mit Steuerung Z einmal rückgängig gemacht und nochmal aufs Neue losradiert. Jetzt blende ich mir hier alles Rote mal aus, wechsle auf meinen Bison-Skin zurück und dann sehen wir, alles ist hier wirklich wieder in dem originalen Farbton eingefärbt und genau so wollte ich das auch haben. Jetzt färben wir das Ganze auch direkt in unserem Orange. Dazu erneut eine neue Ebene erstellen. Und diese Ebene möchte ich jetzt aber nicht direkt füllen. Ich wähle als erstes hier meinen Orange-Farbton aus. Den habe ich jetzt hier schon mal. Und mit gerückter Steuerungstaste klicke ich hier auf meine Texturebene, wo ich eben alles rausradiert habe und werde die Auswahl einmal umkehren. Und jetzt kann ich mein Füllwerkzeug nehmen und kann einmal auf eine der markierten Stellen klicken. Und schon ist alles in meinem Orange eingefärbt. Das ist jetzt aber nur eine sehr platte Farbe. Hier sehen wir noch ein paar Stellen, wo ich dann gleich nochmal drüber radieren muss. Wir werden jetzt aber die Füllmethode von diesem Skin hier auch wieder ändern. Diesmal nicht zur Farbe, sondern linear abwählen, addieren. Und dann wird das Ganze hier sehr, sehr hell orange. Wie gesagt, schon fast gelb. und wir wechseln nochmal zurück in unsere 3D-Ansicht und schon haben wir alle Parts, die wir haben wollten, in dem Orange eingefärbt, wie wir es eben haben wollten. Wie gesagt, je genauer ihr da zu Werke geht, umso sicherer könnt ihr euch da sein, dass euch da keine Fehler verlaufen. Hier zum Beispiel bei diesem kleinen Hebel habe ich noch ein kleines Stückchen vergessen. Da muss ich dann auch nochmal nacharbeiten. Das ist aber, wie gesagt, nur Detailarbeit. Als nächstes möchte ich meiner Bizon Power Place ein grafisches Element verleihen und auch das habe ich hier natürlich schon mal so vorbereitet, weil es ja eben auch so auf meiner UMP angewendet wurde. Und diesen gesamten Ordner mit diesem kompletten Effekt, den nehme ich mir jetzt einfach und schiebe ihn in meine Texturdatei. Und jetzt muss ich sie nur so platzieren, wie ich es haben möchte. Und ich möchte das auf dem Trommelmagazin von der Bizon haben. Und das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, dass das dieses Stück hier oben ist. Hier gucke ich jetzt einfach mal, dass das ungefähr in der Mitte sitzt. Kann das auch jederzeit auf meiner 3D-Oberfläche kontrollieren, ob ich das Ganze hier mittig platziere. Wir sehen, es ist noch nicht ganz mittig. Wir müssen hier noch ein Stückchen nach oben. Gucken wir mal so, ja, jetzt sind wir sogar ein Stückchen zu weit, also gehen wir wieder ein bisschen nach unten und dann müssten wir es ziemlich genau in der Mitte platziert haben. Ja, so haben wir das hier richtig gemacht. Das Ganze möchte ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Mit gedrückter Alt-Taste ziehe ich mir hier einfach eine 1:1 Kopie raus. Diese werde ich einmal vertikal spiegeln. Und platziere mir sie auch hier so, dass sie ziemlich in der Mitte sitzt. Müssen wir auch wieder ein Stückchen nach unten. So, noch ein paar Pixel. Wunderbar, jetzt haben wir das also auf der anderen Seite auch gemacht. Allerdings sehen wir jetzt Power Place, der Schriftzug, der ist gespiegelt. Das können wir aber ganz einfach ändern. Wir öffnen mal diesen Ordner und werden die beiden Texte markieren. Und einmal horizontal spiegeln. Dann müssen wir das hier alles nur noch mal ein bisschen händisch anpassen. Und dann ist das Wort Power Place bzw. die beiden Wörter Power Place auch auf der anderen Seite richtig zu lesen. So, jetzt haben wir also diese Elemente eingefügt und das können wir jetzt eben immer so weitermachen. Wir können noch zahlreiche andere Elemente einfügen und einfärben vor allen Dingen, bis ihr letztendlich auf euren finalen Skin kommt. Und das ist eigentlich schon alles. Hier seht ihr das finale Ergebnis, wie die PP-Bizon in meiner Power Place Version aussieht. Wenn euch auch dieser Skin gefällt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zum Steam Workshop, wo ihr direkt für diesen Skin abstimmen könnt. Ich zähle hier auf euren Vote und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier ein klein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin Hybra von MoltenPixel TV. Bis zum nächsten Mal.